Ja, liebe Plane Maniacs, ihr habt entschieden, wir hatten euch gefragt, wo sollen wir bei der Pilot Expo hingehen, und die einhellige Meinung, es gab keine andere Votings, wir sollen beim Pascal am Condor-Stand hereinschauen. Hallo Pascal. Schön, dass ihr da seid, herzlich willkommen. Meine erste Frage ist, du hast hier eine Aufgabe, welche ist das? Wir sind heute, also ich mit meinen Kolleginnen und Kollegen, wir sind heute da, um Fragen zu beantworten. Und zwar in jeglicher Hinsicht. Also hier kommen Leute vorbei, die haben schon eine Airline Transport Pilot License, die kommen mit einer ATPL, die sind vollkommen fertig mit der Ausbildung und hätten gern einen Job. Ja? Und zwar am besten einen guten Job. Und dann kommen hier Leute vorbei, die wissen bis jetzt eigentlich einfach nur, dass ihr Traumjob Pilot ist. Aber wo sie anfangen können, wo das weitergehen könnte, wissen sie nicht so ganz. Und da versuchen wir einfach, die besten Antworten auf diese Fragen zu geben. Und wie oft hast du heute schon auf deinen eigenen YouTube-Kanal Aeronews Germany hingewiesen? Nee, also hingewiesen habe ich darauf nicht. Die meisten, die bis jetzt hier waren, die sind tatsächlich, was mich sehr freut, hergekommen, weil sie auf meinem YouTube-Kanal gesehen haben, dass ich heute hier bin. Und da es sonst eigentlich noch nie Termine gab, wo man mich irgendwie mal treffen konnte oder sowas, ist das ja eigentlich eine total schöne Option. Ich bin jetzt hier beide Tage wirklich von morgens bis abends da, habe nichts anderes vor, als den Leuten Fragen zu beantworten. Wir können gerne Fotos machen, es kann jeder vorbeikommen. Deswegen, dafür bin ich aktuell da. Ja, und ich muss sagen, das ist der Wahnsinn. Wir können das vielleicht gleich nochmal zeigen, was hier für Schlangen sind. Also, aber nicht nur bei dir, es sind auch andere Piloten, die bei YouTube aktiv sind, hier in der Halle vertreten. Die kann man treffen, ein Foto machen, mit ihnen sprechen. Aber bei dir steht das schon im Vordergrund, dass Pilotinnen oder Pilotenanwärter kommen und ihre Fachfragen stellen. Das ist eigentlich schon der Hauptgrund. Absolut. Wir versuchen, die Leute einfach da abzuholen, wo sie halt jetzt die größten Fragezeichen haben. Heißt, sie kommen vielleicht aus der Schule, haben vielleicht teilweise gar nicht mehr so richtig Bock aufs Abitur, sondern denken sich, ich muss unbedingt so schnell wie es geht ins Cockpit. Und da versuchen wir so ein bisschen anzusetzen und zu sagen, okay, Stück für Stück, das sind die Optionen und die Möglichkeiten, die du hast. So sieht der Markt zum aktuellen Zeitpunkt aus. Mit den Leuten können wir was anfangen. So wählen wir die Leute aus, so funktioniert der Auswahlprozess. So sieht es dann bei Condor aus, so funktioniert das Fliegen bei Condor. Wir versuchen da einfach alle Fragen so gut es geht zu beantworten. Ja, das finden wir ganz toll, dass du dir hier vor allen Dingen die Zeit nimmst und auch echt eine gute Kondition hast. Du musst nämlich beruflich ja viel sitzen und hier musst du sehr viel stehen. Wie läuft es bei dir aktuell mit dem Fliegen? Wo bist du so unterwegs? Also wir sind ja eine Ferienfluggesellschaft, das heißt, wir haben im Sommer verdammt viel zu tun und im Winter haben wir ein kleines bisschen weniger zu tun. Deswegen haben wir hier jetzt auch Zeit, ganz entspannt hier auf der Messe zu stehen und die Fragen zu beantworten. Aber ich bin stationiert am Frankfurter Flughafen, da beginnen meine Flüge, da enden meine Flüge. Und da sieht man mich immer wieder und aktuell meist auf dem Weg in Richtung Kanaren. Das heißt, morgens geht es relativ früh raus, abends relativ spät zurück. Mal mit der einen oder anderen Ringelsocke in verschiedenen Farben. Ich hatte mir als Frage überlegt an Pascal, trägst du selber Ringelsocken oder wird das von Condor vorgegeben? Nein. Nein, wir tragen ganz normal schwarze Socken, so wie sich das gehört, schwarze oder dunkelblaue Socken. Aber du, vielleicht können wir das ja mal aufnehmen, vielleicht wäre das eine Idee. Also ich denke, das ist im Designkonzept drin. Letzte Frage dazu, deine Lieblingsfarbkombination, hast du da schon was ausgewählt oder wechselt das auch mal? Weil viele sagen am Anfang, furchtbar. Und jetzt haben sich einige dran gewöhnt und sagen so, ich habe auch schon meine Favorites. Ich glaube, es haben sich viele nicht nur dran gewöhnt, sondern die allermeisten, also ich habe bis jetzt nur Positives darüber gehört, den allermeisten Leuten gefällt es wirklich fantastisch gut und auch mir gefällt es mittlerweile sehr, sehr gut. Mir gefiel es auch am Anfang ziemlich gut, aber so gut, wie es mir jetzt gefällt, hätte ich gar nicht gedacht. Aber wenn diese Flieger in verschiedenen Farben nebeneinander am Flughafen stehen, macht das schon wirklich was aus. Und die beste Farbkombination ist natürlich die mit den blauen Streifen. Hat das was mit Fußball zu tun? Nee, überhaupt nicht, aber A330 Neo in Blau mit blauen Streifen. Aktuell gibt es noch keinen, aber er wird bald kommen und sieht fantastisch aus. Okay, dann haben wir über Farbenlehre gesprochen. Man kriegt bei euch Aufkleber, das finde ich ganz, ganz toll. Und wir sagen, Pascal, danke für die Zeit. Jetzt hast du wieder Zeit für die Besucher hier an der Messe. Wir sind bei der Pilot Expo in Berlin. Dankeschön. Danke fürs Vorbeikommen. Viel Spaß noch. Ja, jetzt sind wir immer noch bei der Condor. Wir hatten ja gerade mit dem Pascal schon gesprochen und bei mir steht jetzt Angelina. Und Julia, hallo Angelina. Hallo. Was machst du bei der Condor? Ich bin First Officer bei der Condor. Und die Julia ist? Ich bin im HR tätig für Kabine und Cockpit. Also deine Aufgabe heute ist jetzt Leute zu finden, die Nachwuchskräfte sind und bei der Condor mitfliegen möchten. Entweder in der Kabine oder vorne im Cockpit. Oder dafür gibt es ja eine Firma, die sich damit beschäftigt.
Richtig. Die Kabine rekrutieren wir tatsächlich eigenständig von A bis Z, aber beim Cockpit arbeiten wir mit Interpersonal zusammen und schon seit vielen Jahren sehr erfolgreich. Wunderbar. Angelina, wir haben darüber gesprochen, du sitzt im Cockpit. Im Moment, beim Pascal haben wir gehört, dass es jetzt gerade nicht so viele Flüge gibt. Alles bereitet sich bei der Condor auf die Sommersaison vor. In welchem Flugzeugtyp dürfen wir dich denn dann erwarten? Ganz frisch auf dem 330 jetzt. Ich bin auch gerade eben noch im Training und hoffe, dass ich dann Ende April fertig ausgecheckt bin, so nennt man das, und dann frisch in die Sommersaison starten kann. Und bist du vorher 767 geflogen oder was anderes aus der Airbus-Familie? Genau, ich bin bei der Condor eingestiegen auf der 757-767, dann auf dem 320 zwei Jahre und jetzt auf dem 330 ganz frisch. Und es kommen immer die Fragen, welches ist dein favorisierter Flugzeugtyp? Ja? Chris, das wahrscheinlich so privat auch oft gestellt. Was antwortest du da? Dass ich jedes Flugzeug mag. Es ist tatsächlich so, also ich bin nicht, Boeing hatte wirklich was für sich, was total toll ist, aber Airbus ist auch ein richtig toller Flieger. Also ich bin froh, dass ich auch die Erfahrung noch machen konnte mit 5767, weil es sind ja doch schon alte Flieger und es gibt auch wahrscheinlich nicht mehr so die Möglichkeit, diese Flieger auch noch fliegen zu können. Aber bin auch sehr froh, dass ich jetzt mit dem 320 dann auch auf die Airbus-Flotte einsteigen durfte. Wir hatten vorhin die Streifenfrage gestellt, an den Pascal auch. Jetzt die Frage gebe ich an euch weiter. Welches ist denn euer Lieblingsdesign von den vielen verschiedenen? Also bei mir tatsächlich das Rote, einfach wegen der Storyline dahinter. Es ist ja Passion, alles bedeutet ja etwas. Rot bedeutet Passion und unser Condor-Spirit ist einmalig. Und deswegen sehe ich am liebsten die roten Flieger am Himmel. Und, Passion übersetzen wir mit Leidenschaft, ne? Absolut. Und wie ist es bei dir? Mit welchen Farben ist das bei dir? Also da muss ich noch ganz kurz anfügen, Leidenschaft ist ja auch unser Kompass, ne? Also, euer was? Leidenschaft ist auch unser Kompass. Das ist ja auch unser neuer Slogan. Ach so. Ja, ja. Kannte ich noch gar nicht. Genau. Sorry, genau. Dass ich da nicht aufgepasst habe. Sorry. Kein Problem. Leidenschaft ist unser Kompass und deswegen Passion, Leidenschaft, also das hat alles, ist eine sehr, sehr runde Sache. Also für mich persönlich, ich mag den Grünen tatsächlich am liebsten, weil der A330 Neo der erste Grün war. Ganz einfach. Weil es der erste war. Ist auch ein guter Grund, genau. Bei mir ist Blau-Weiß, hatten wir eben schon erklärt, hat was mit Fußball zu tun. Viele sehen da ihre Fußballfarben dahinter. Was sagt ihr denn zu dem Hype hier mit dem Pascal? Du hast ihn gerade in Pause geschickt. Ja. Unbedingt. Also Pascal ist jemand, der würde wahrscheinlich hier auch noch 30 Stunden stehen. Also der würde das gar nicht irgendwie merken, weil er jedem irgendwie die Zeit irgendwie geben oder schenken möchte. Und ja. Also das ist kein 100%iger Einsatz, sondern 110%iger Einsatz heute. Ja, 180. Ja. Und nebenan sehen wir hier Captain Joe mit Cargo Lux. Wie findet ihr das denn, dass jetzt Piloten oder es gibt es ja auch im Crew-Bereich, dass die ja bei Social Media mittlerweile so eine kleine Bekanntheit haben oder Berühmtheit haben? Ich finde es toll. Also ich finde es schön, wenn man irgendwie eine Plattform hat, unseren Job auch irgendwie näher zu bringen, auch gerade bei Captain Joe und so weiter. Es sind ja super viele Erklärvideos und es wird super viel gezeigt und ich finde es super. Dann würde ich sagen, meine letzte Frage ist Social Media. Was benutzt ihr, um euch irgendwie für den nächsten Urlaub inspirieren zu lassen oder beruflich in irgendeiner Art und Weise, YouTube-Videos oder Instagram? Was habt ihr da so im Blick? Wir schauen unser Streckennetz an und die tollen, vielen Angebote, die wir intern haben. So. Und dann arbeite ich nach und nach ab und natürlich Instagram und die vielen tollen Blogs, die es gibt. Also condor.com/deals, da bist du viel unterwegs. Nein, wir haben ja interne Rabatte. So, die internen PEP-Angebote. Ah, sehr geschickt, genau. Ja, Instagram-Page, Condor, genau. Und sonst die Weltkugel und einfach auf Stopp drücken. Bist du selber auch bei Instagram vertreten? Nee, nicht wirklich. Ich bin sehr altmodisch. Ja, altmodisch, aber es gibt ja in alle Richtungen, also das hatten wir vielleicht schon mal besprochen. Ich habe das so das Gefühl, dass einige Piloten sagen, aus guten Gründen sind wir nicht in Social Media aktiv und andere sagen, ja, das ist eine gute Sache, das hilft der Firma. Also ich muss sagen, ich hätte, glaube ich, auch einfach nicht dieses Talent. Das muss ich auch ganz ehrlich sagen. Also man muss schon ein gewisses Talent mitbringen und ich glaube, ich hätte es einfach auch nicht so. Und deswegen, also um die Frage kurz zu beantworten, nein. Auf jeden Fall bist du jetzt drin mit uns, mit unserer Hilfe. Und wir sagen von Playmania herzlichen Dank, dass ihr die Zeit für uns genommen habt. Danke dir. Vielen lieben Dank. Danke, tschüss.